Herzlich willkommen und Servus. Es ist mal wieder soweit. Es kommt mal wieder eine Top 10 auf unserem Funky Football YouTube Kanal. Welche Top 10 ist es heute? Es ist eine Position. Es geht heute mal um Positionen und wir haben uns so die schwierigste Position ausgesucht, wo man irgendwie am wenigsten Spieler findet, die irgendwie zu einem passen. Da wollen wir euch ein bisschen helfen. Es sind die Außenverteidiger, also LV und RV. Ich fange direkt mal an und zwar mit Ben Chryson von Kilmarnock. Ist natürlich der perfekte Mann für eure Road to Glory. Vor allem in England mit einer 58er Gesamtstärke wirklich noch nicht gut. Mit einem 82er Potenzial, aber absolut machbar. Und die Stats sind für jemanden von seiner Gesamtstärke ehrlich nicht schlecht. Also klar, er ist jetzt nirgends so richtig überragend, aber er hat ein gutes Dribbling, eine gute Ballkontrolle, kann nach vorne mitarbeiten. Zweikämpfe gewinnt er wahrscheinlich gegen schlechtere Gegner auch. Und der sieht rundum einfach solide aus. Und wie gesagt, für eure Road to Glory halt perfekt. Das ist ja ein Spottpreis. Unter 600.000 kostet er wahrscheinlich nur. Du meinst wahrscheinlich 81 Potenzial bei Ben Chryson. Nämlich 82 Potenzial hat Tom Rothe vom BVB. Spielt er in dieser Saison auch in echt ab und zu mal, hat seinen ersten Champions League Einsatz bekommen. Und der ist für einen Außenverteidiger ziemlich groß. 1,92 Meter. Aber man kann ihn auf jeden Fall da spielen. Er ist halt nicht dieser wuselige, schnelle Außenverteidiger, sondern eher der kräftige, der zweikampfstarke Außenverteidiger. Aber was man auch machen kann, natürlich ihn außen links in der Dreierkette spielen. Dafür ist er eigentlich perfekt geeignet. Kostet auch nicht so viel, zwischen 1 und 2 Millionen. Da solltet ihr einen guten Deal machen können. Und der nächste ist Miloš Kerkis, oder wie du sagst, boah, ist der grimmig. Ja, zeig mal, guck mal unten das Bild hier, das ist ja der Wahnsinn. Das Bild ist wirklich sehr, sehr frech. Aber er ist nicht das, was auf dem Bild danach aussieht. Also er ist nicht so dieser große, böse Verteidiger, sondern er ist dieser Tempo-Dribbler mit 1,76 Körpergröße. Brutal schnell natürlich, 87 Ausdauer. Das heißt, der läuft bei euch die Seite auch komplett runter. Da könnt ihr den auch safe in einer Fünferkette zum Beispiel spielen oder in einer Dreierkette, wo er dann die Schiene übernimmt. Er kann auch sehr gut flanken mit 70. Das ist ein sehr guter Wert. Die Zweikampfwerte sind auch gut. Er ist natürlich schon eine Lösung drüber. Er hat auch 84 Potenzial. Das ist wirklich sehr, sehr gut. 4,5 Millionen kostet er wahrscheinlich, spielt bei Alkmaar in der Eredivisie. Also lohnt sich mal vorbeizuschauen. Und ja, so einen ungarischen Linksverteidiger spielt man jetzt auch nicht so häufig. Das gleiche gilt für einen argentinischen Linksverteidiger. Außer ihr seid jetzt im Tag der FICO Fanclub oder so. Julian Audet, 67er Gesamtstärke, also noch ein bisschen günstiger als Kerkis, ist hier so zwischen 2 und 3 Millionen Euro. Und er ist so ein bisschen Techniker, er ist nicht langsam, aber auch nicht überragend schnell. Aber wenn man hier so seine technischen Werte ansieht, Ballkontrolle 74, 76 Dribbling, der weiß, was er mit dem Ball zu tun hat auf der linken Seite. Kann auch das Spiel vielleicht so ein bisschen eröffnen, vielleicht ein bisschen in die Mitte ziehen, so Rafa Guerrero-like. Ja, 67er Gesamtstärke, zweite Liga vielleicht, irgendwie sowas. Für die erste Liga, da muss er sich auf jeden Fall noch ein bisschen entwickeln. Ja, für die zweite Liga okay, für die erste noch ein bisschen entwickeln, das trifft auch auf ganz Schalke zu. Ja, aber ist halt so, ne? Ja, ist halt leider so. Mehmet Aydin ist ein guter Mann für eure rechte Seite. Also ist der erste Rechtsverteidiger. Wir haben, glaube ich, 6 Linksverteidiger, 4 Rechtsverteidiger. Aydin, einer von den Rechtsverteidigern, ist einfach ein stabiler Typ. Also ich meine, die Schnelligkeit ist absolut da. Beweglichkeit, Balance ist auch gut. Hat natürlich dann auch wieder eher nach vorne seine Stärken. Also auch wieder hier im Dribbling und in der Ballkontrolle. Sehen alle Stats so leicht gleich aus bei allen, nur halt besser und schlechter. Genau, so, also es ist ungefähr das gleiche Muster die ganze Zeit. Genau, ungefähr das gleiche Muster, aber eben für verschiedene Level. Eher, wie gesagt, untere erste Liga, wahrscheinlich eher zweite Liga. Dafür ist er natürlich perfekt. Jetzt mal wieder ein deutsches Talent, Aaron Zehnter, spielt beim FC Augsburg. Und wenn wir jetzt hier mal durch die Stats gehen, weiß ich nicht, er kann irgendwie gar nichts. Also, weiß nicht, was sein besseres Set gefühlt, Efe. Aber das brauchst du halt eigentlich nicht als Linksverteidiger. Dazu spielt er beim FC Augsburg in der ersten Liga, weil er ist ja eigentlich das für eine Road to Glory, nur dank diesem guten Feature von EA könnt ihr ihn nicht fest verpflichten, aber bei diesem FIFA klappt es manchmal, wenn ihr eine Leihe versucht, also ihn könnt ihr vielleicht ausleihen. Ich weiß nicht, wie es verhält mit Kaufoptionen. Ja, ich glaube, das geht schon, also das würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle mal ausprobieren. Wie gesagt, der ist halt was für die dritte Liga, also für die zweite könnt ihr nichts mit ihm anfangen, aber wenn die Leihe durchgeht, kann er euch in Zukunft auch helfen. Er hat immerhin 81 Potenzial, also er wird dann mit euch immer besser werden, hoffentlich. Ja, und jetzt kommt halt schlagartig einfach mal der Beste auf der Liste und das ist Adrian Truffert von Stadren. Den kennen wahrscheinlich schon einige von euch. Er ist aber immer noch ein richtig, richtig gutes Talent. Ich glaube, er hat immer noch 85 Potenzial, wenn ich es richtig gesehen habe.
so in die Richtung auf jeden Fall. Wir blenden es euch ja immer schön ein. 75er Gesamtstärke und halt überall grüne Stats. Auch wieder nach vorne natürlich gut mit 76 Flanken, aber natürlich auch 76 Zweikampf. Und Grätsche auch bei einer 75. Also mit dem macht ihr auf jeden Fall gar nichts falsch. Premier League, Bundesliga, Olympique Lyon oder sowas. Also irgendwie höher in der Ligue A. Oder gerade wenn ihr eine Start-Renn-Karriere macht, hilft er euch natürlich die ganze Karriere einfach. Der ist echt eine Premium-Option. Er ist zwar vom Rating keine Premium-Option, aber so für die Championship fände ich schon sehr, sehr geil, weil ich liebe es in England, schottische Spieler zu spielen. Ich weiß nicht, was es ist. Die sind so dreckig. Man hat irgendwie diesen Robertson-Vibe irgendwie die ganze Zeit so im Team. Das macht schon sehr viel Spaß. Nathan Patterson ist so ein Kollege. Wie gesagt, zweite Liga-Championship, der macht auf jeden Fall Sinn mit seiner 67, hat 82 Potenzial und ist halt physisch auch ziemlich stark. Mit ein bisschen Training geht er tief in die 80 rein, was das Tempo angeht, auch beweglich. Und seine Zweikampfwerte sind ganz gut, Dribblingswerte sind auch okay. Also er kann von allem so ein bisschen. Kostet zwischen 2 und 3 Millionen Euro, da kann man auch nicht viel falsch machen. Premium-Arbeiter. Premium-Arbeiter, wirklich. Aber das sind alle Schotten. Und dann kommen wir noch zu diesem Kollegen hier. Der ist wahrscheinlich weniger Arbeiter. Wir sehen es hier. Er hat sehr gute Werte, was Sprinttempo und Antritt angeht. Und natürlich Flanken und Offensive ist da ein bisschen besser. Obwohl seine Zweikampfwerte sind auch nicht schlecht. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Er könnte theoretisch auch Innenverteidiger spielen. Wir gucken uns mal an, wie groß ist er. 1,81. Ja, Dreierkette zu außen. Not vielleicht, ja. Dreierkette außen kann man bestimmt mit ihm machen. Hochmittel ist jetzt nicht perfekt dafür. Also lasst ihn doch lieber als Außenverteidiger. Er kostet um die 5 Millionen Euro und ist natürlich gerade für eine Karriere in Spanien einfach eine richtig gute Lösung. Und zu guter Letzt natürlich das beste Talent. Hast du nicht gerade schon bei Truffert gesagt, das ist das beste Talent? Ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich das beste Talent. Truffert auf links, Zingo auf rechts. Ja, weil Wilfried Zingo, also der flog bei uns so unterm Radar durch, das ist eine richtige Maschine. Schaut euch das an. 1,90 Meter groß als Rechtsverteidiger. 79 Kilo ist auch nicht schlecht. Ist schnell, ist beweglich, Balance, kann er noch ein bisschen trainieren. Aber das ist auch das Einzige, was er irgendwie noch trainieren muss. Hat Ausdauer, hat Stärke, hat Ballkontrolle, kann Flanken schießen. Dribbling, Kopfball hat er auch, kurzer Pass und Zweikampfswerte. Also ist wirklich der Wahnsinn. Er kann mal aufs Tor schießen mit 72 Schusskraft. Frühes Flankentrade, Power-Kopfball-Trade und Leute, sein Vertrag läuft aus. 13,2 Millionen wird hier vorgeschlagen. Ihr könnt auch noch einen Deal machen. Also befreit Wilfried Zingo vom FC Turin und holt ihn in eurer Karriere. Ihr seid, glaube ich, für immer durch mit eurem Rechtsverteidiger. Der kann einfach auf und ab laufen und ihr habt immer Spaß mit ihm. Und vor allem halt Viererkette, Dreierkette, Fünferkette. Ja. Ich glaube, das ist der perfekte Schienenspieler. Und wenn ihr mal was ausprobieren wollt, trainiert ihn mal auf die 6. Habe ich so gesehen von den Sets. Könnte vielleicht auch passen, aber wir sind hier jetzt bei den Außenverteidigern, deswegen Zingo, richtig starker Mann auf der rechten Seite. Wirklich, also bester Mann. Wir haben euch jetzt 10 Außenverteidiger gezeigt, die ihr vielleicht in eurer Karriere gebrauchen könnt. Wünscht euch gerne andere Positionen noch in den Kommentaren und dann könnt ihr natürlich noch ein Like aufs Video da lassen, schreibt die Kommentare, wie gesagt, und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Und servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been here.